Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start und genau so eine kleine Runde Let's Play Sniper Ghost Warrior 2. Gestern hatten wir ja nur eine einzige Folge daraus machen können, das war echt ziemlich bescheiden. Und ich hatte ja gestern haufenweise Probleme mit dem Schneidungsprogramm und wie soll es anders sein, heute habe ich genau die gleichen Probleme. Ich kann den Ton nicht mehr verringern und auch damit den Bass nicht mehr runterdrehen, womit es wahrscheinlich jetzt ziemlich basshaltig sein kann. Ich werde mal gucken, ob ich das mit meinem Schneideprogramm wieder ein bisschen ausgleichen kann. Sollte eigentlich gar kein Problem darstellen, wie ich finde. Und wir drücken jetzt mal Start. Fortfahr. Und eins Spieler. Fortsetze. Akt 3. Nicht vermasseln. Ort Tibet. Für 15 Hours Judith. Heute. Immer noch. Lagebericht, Diaz, was ist da drüben los? Es ist Maddox. Er lebt. Das ist Blödsinn, Agent. Retten Sie sich zusammen. Ich glaube es selbst kaum, Sir, aber es ist wahr. Er muss derjenige gewesen sein, der uns da am Hotel auf den Philippinen erwischt hat. Verdammt, bei diesem Einsatz geht alles schief. Okay. Satellitendaten zeigen die Wärmesignatur der Biowaffe an Bord des Helikopters, der 2 Kilometer östlich von ihrer Position gelandet ist. Sie sichern und halten bis zur Exfil. Und falls Maddox sie aufhalten will... Ja, wir wissen, was wir dann tun müssen. Eieiei, so ist extrem basshaltig. Das ist auch nicht schön, ey. Das ist gar nicht schön. Ich wüsste auch nicht mehr, was ich dagegen machen soll. Ich kann nichts mehr ändern, komischerweise hier. Mach nochmal gerade einen kleinen Cut hier rein. Sorry, Leute. So, jetzt habe ich das mit dem Ton gerade hinbekommen und wir drücken jetzt wieder Start. Das wird jetzt weniger basshaltig sein. Schauen wir mal. Das ist viel zu anstrengend. Wo sind überhaupt die Sicherheitsseile? Hallo. In einem Gebiet wie diesem hat Maddox massiv Deckung und eine sehr gute Sicht. Pass auf dich auf. Okay, es ist ein bisschen extrem leise. Okay, lass uns abhauen. Wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Wortwörtlich. Da habe ich aber schon auf 80 Unos Momentos. Hier. Hier. Nein. Ich habe eben gerade eine Nachricht gelesen, dass hier einer gemeint hat, ich müsste ein neues Mikrofon holen. Ich habe Rode NT1A. Das ist das eigentlich das beste Mikrofon, was du dir holen kannst. Das ist scheiße teuer, das Teil, aber es lohnt sich. Wie gesagt, mein Raum ist ziemlich leer, damit auch hallig. Das ist halt extrem. Weil das ist halt, ist halt den Ton bei mir einfach schlechter. Und mein Mikrofon, wie gesagt, liegt mitten auf meinem Bett. Wenn ich jetzt rumhüppe, werdet ihr wahrscheinlich so ein Rauschen und so hören. Ich gehe halt zuerst. Ja, geh du zuerst. Weil es halt... Oh, sieht schön aus hier. Da hätten wir hingemusst. Warum ist es unscharf? So voll die Texturen richtig zu malen, wa? Hat man jemandem gerecht, dass sich jemand hier die Landschaft anguckt? Nausen. Bin um.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass Maddox am Leben ist. Es ist genau wie bei dieser verdammten Sarajevo-Sache. Tja, nur dieses Mal gibt es keine Aktentaschen voller 100-Dollar-Scheine. Er macht das nicht wegen der Kohle. Zumindest nicht mehr. Hohe Aktivität bei der Brücke dort. Tja, da müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Ist schon ziemlich komisch, dass er halt immer mitten im Satz halt abbrechen will. Guter Schuss. Erledigt. Folge mir. Sofort. Ich muss nur... Tut mir leid, wahnsinnig leid ist jetzt hier, aber das muss ich zu oft jetzt unterbrechen. Wir machen das mal jetzt auf... 60 möchte ich gerne machen. Dann sollte es eigentlich in Ordnung sein. So, das ist auf 60 gestellt, Entschuldigung. Wo muss ich hin, ne? Wo muss ich lang? Wo geht's denn hier? Ah, cool. Captain Obsidius. Bereich ist sicher. Ninja-Style. Los, los, los! Das war eine Anmerkung gerade. Okay, cool. Jetzt? Du bist genau in meinem Fadenkreuz. Oh yeah. Schlechter Schütze. Bleib unten und folg mir. Cole Anderson, bist du das? Du willst den Job zu Ende bringen, stimmt's, Partner? Ja, du hast beim ersten Mal versagt und dieses Mal wird es nicht anders laufen. Carl Maddox, hab ich den Geruch von frischen Scheinen von den Toten aufgeweckt? Fick dich und deine scheißheile Weltvorstellung. In dieser Welt musst du dich um dich selbst kümmern, sonst bist du tot. Wie schaltet er sich auf unseren Funk? Ist das der neue Spotter, Cole? Siehst aus wie im Büro, hängst. Zieh den Bauch mal ein. Da wollte ich jetzt noch kein Loch reinballern. Würde nicht oder könnte nicht. Sieht nicht so aus, als ob dich dein Zielen verbessert hat. Versuch mal dein Gewehr zu halten und nicht deinen Schwanz. Große Sprüche für einen Fünfjährigen. Du bist immer noch ein Kampf unter der Leine von Uncle Sam. Aber bellende Hunde beißen nicht. Erinnerst du dich an dein Kommandoteam auf den Philippinen? Keller und Gomez, oder? Ja, genau. Hab's über Funk gehört, als sie nach Hilfe schrien, während ich alle nacheinander verwundet habe. Arschloch. Dieses Mal werde ich den Job beenden. Ich glaube nicht, dass du überlebst und eine Chance bekommst. Scheiße. Vor uns ist viel offenes Gebiet. Er wird uns mit Sicherheit erwischen. Rauchgranate. Macht euch bereit. Okay, Bewegung. Ist es mir leicht, dir zu folgen? Ich kapier, dass du eine Rechnung begleichen willst. Aber eine Biowaffe. Überleg mal, wie viele sterben. So geldgierig kannst du doch nicht sein. Du raffst einfach gar nichts. Sobald du hier mit einer Kugel im Bauch in diesem gottverlassenen Müllplatz liegst und merkst, wie austauschbar du wirklich bist, dann weißt du, was Sache ist. Da sind mehrere bei dem Streifen, höchstwahrscheinlich Scharfschützen in den Hütten auf 12 Uhr. Es sind zu viele für einen Frontalangriff. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn wir den Benzinkanister in die Luft jagen, bricht ein Feuer aus. Das wird uns verraten, aber zumindest ist Maddox dann blind. Ja, aber wir können es nicht sehen. Genauso gerissen, wie ich diesen Wichser kenne. Scheiße, ich kann mich hier nicht vernünftig ducken. Halt ihr Ahu-Eier, meine Kumpel! Ja! Yeah. Krieg dich! Muss dich nur trauen. Ich weiß nicht, was sie da gebracht haben, so als das Ding eigentlich geschossen habe. Ah, da! Ich stoppe Kuh! Ich stoppe Kuh! Ich stoppe Kuh! Sieht
gut aus. Immer schön leise sein. Immer schön leise sein, wir haben eine fette Explosion da hinterlassen. Ey, du sollst da runter! Ja, hasse Baby, du blöde Katze. Eieieiei. Wir machen immer gerne das, was sie nicht dürfen. Das finden sie immer total toll. Dann wollen sie sich, wenn sie einen aufs Maul kriegen. Nach rechts. Dieser Platz ist viel leer gefegt, das gefällt mir nicht. Ja. Vorsicht! Mehr Scharfschützen auf den Türmen! Dass ich mich nur scheiße finde, dass jetzt von der Synchro her meiner viel zu gut. Der war irgendwie viel zu ruhig, wenn der andere halt da rumgemeckert hat und rumgeflucht hat, so richtig agil wurde. Wurde meiner irgendwie nicht wirklich. Dauer. Okay, Bewegung! Ja, aber was ist schon wieder viel zu laut? Langsam zum Kotzen. Stehen wir wieder auf 50. Ja. So. China-Brücke. Total toll. Hierher, los! Schrei bitte noch lauter! Teilen wir uns auf, dann machen wir Maddox doppelten Ärger. Ich den linken, du den rechten. Er stirbt. Weißt du? Ach, keine Ahnung, ich weiß, was ich dazu noch sagen soll. Zartalop! Nicht so schnell, Camille Schender. Das ist meiner. Alles okay, Partner? Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Na los, Arschloch. Hast du die Eier, den Abzug zu drücken? Wie du willst. Seh dich auf der anderen Seite, Cole M. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Guter Schussplatz, Fuß nur eine Meile da. Heilige Scheiße. Danke. Du kannst mir den Gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben mich gesehen. Ich stecke fest. Bin unterwegs. Da, Arschloch! Und lass mich auf Fuck you! Oh, du! Hierher, los! Tot? Okay. Der macht sich über ihn los, dass er eine Meile daneben geschossen hat, aber eben gerade wie blöd rumgeballert, um uns zu erwischen. Wir müssen ihn einkreisen, los! Er ist in diesem Turm. Welchen Turm? Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung, Cole. Ist mich gar nicht. Schieß auf die Tonnen, er sitzt zu tief. Verdammt! Ach, Hurenzähne! Maddox hat das Feuer eingestellt. Er muss seine Position wechseln. Unsere Chance. Shazam! Wir gehen hoch. Ich will runter. Runter ist cooler. Und da gibt es so ein warmes Gefühl. Runter wird es immer wärmer. Wenn du hochgehst, wird es erst kalt und irgendwann bist du bei der Runde und dann wird es zuerst warm. Fick you. Er muss sich nicht ducken, weißt du? Das ist so unlogisch. Los! Vorsicht, Scharfschütze-Turm auf 11 Uhr. 11 Uhr würde ich da sagen. Zweiter Kerl auf 10 Uhr. 10 Uhr ist da. Auf 1 Uhr ist der nächste. 1 Uhr ist so. Zwei Männer links, erwisch beide. Okay, mir nach. Einfach einer links, einer rechts machen können, aber nein. Das wäre ja close, aber nicht so hier rein. Lass mal nach, wieder. Oh
Alter Gott. Money! Money! Wie willst du da was sehen, Digga? Achso, okay. Ich muss natürlich hier das Offene hier nehmen. Wir sehen Maddox nicht, aber im Hof sind Mörsertrupps positioniert. Erstes Mörserteam, Entfernung 550 Meter. Bereit. Oh, jetzt kommt das Ding wieder raus. Schaff die Minenwaffe aus! Wir sitzen fest, solange der Minenwerferbeschuss anhält. Das ist ganz schnell gehen. Wow. Alle Mörser ausgeschaltet. Oh Scheiße, was jetzt? Er schickt Scharfschützen rein. Ich hab mich selbst ausgebildet, so wie du das mit mir gemacht hast. So spielt das Schicksal. Ich frag mich, wie es dir gehen wird. Auf 12 Uhr 700 Meter. Ich seh die nicht! Mann! Perfekt! Zwischen den Felsen 670 Meter! Linker Turm, fast 1000 Meter! Scheiße! Wie soll ich denn so schnell? Auf der